Jo Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut genauso. Heute wollte ich mal ein YouTube-Video drehen, Freunde, und heute ist es mal ein Thema. Freunde, ich werde jeden Tag, wie immer in den alten Zeiten, ein YouTube-Video hochladen. Das Problem ist Instagram, also wie gesagt, alles geht nicht mehr, außer Snapchat und YouTube geht. Sonst geht gar nichts mehr. Und das Problem ist halt einfach, Freunde, guck mal, wie swag das ist mit Freiburg, so schön angekauft. Ich habe jetzt so überlegt, Freunde, ich mache das jetzt so. Wenn es okay für euch ist. Weil Instagram geht nicht, weil das spinnt. Ich habe auch WLAN-Box neu gestartet, neu installiert, Updates, alles komplett gemacht. Instagram geht nicht. Twitter steht da, Netzwerkverbindung wird nicht hergestellt. Das Problem ist jetzt einfach so, Freunde. Ich mache das jetzt so, dann kann ich es ja immer noch mal wieder installieren. Weil ich finde einfach, ich muss mehr Privatsphäre haben. Weil das Problem ist, wenn ich Instagram, Twitter, alles habe, natürlich. Dann, ihr seid meine Familie, ich will euch jetzt nicht im Stich lassen, Freunde. Aber das Problem ist, ich habe ja auch noch ein Privatleben, weißt du? Und jetzt mache ich es ja erstmal so, Freunde, für eine Zeit. Sagen wir mal für ein paar Monate oder einfach mal einen Monat durchzuziehen. Nur YouTube und Snapchat, mehr nicht. Jetzt denkt ihr, hä, warum machst du kein Insta, Twitter, ich feiere das ja voll. Ja, Freunde, aber erstens geht es nicht, also kann ich auch erstens nichts machen. Und zweitens finde ich einfach, ich brauche einfach mehr Privatsphäre im Leben. Und ich finde einfach, jeden Tag ein YouTube-Video ist auch schon heftig. Und dann auch Snapchat-Stories. Das reicht, zwei Plattformen reicht mir einfach. Und das Problem ist halt einfach, alles wird weitergemacht. Wie alles komplett Party-Bags, Chicken Wings. Nur das Problem ist, wenn ich jetzt Chicken Wings mache oder sonst irgendwas, dann tue ich jetzt ab sofort jetzt immer Snapchat-Story richtig niemals vernachlässigen. So wie Instagram. Und bei YouTube mache ich so jeden Tag ein Video. Das heißt, immer vor 12 Uhr. Das heißt, wenn es nach 12 Uhr ist, dann bin ich dumm, Freunde. Nein, ich will es einfach jetzt mal durchziehen, Freunde, habe ich jetzt auch immer durchgezogen, immer ein YouTube-Video hochzuladen, wo ich einfach vor 10 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr schon okay, halb 12 Grad noch okay, aber dann nichts mehr hochladen, Freunde, weil um 12 Uhr gibt es einfach Leute, die wo schlafen und natürlich kann ich hochladen, Freunde, aber dann schau nicht mehr so aktive Menschen, weißt du, wenn ich jetzt 22.14 Uhr eins hochladen unter der Woche, schauen auch viele, natürlich am Wochenende mehr. Und wenn ich das Spiel schon 12.11 hochladen, dann schauen das nicht mehr so viele. Und ihr wollt ja noch mal vor ein aktives Video von mir, bevor ihr ins Bett geht. Ist meine Meinung, so habe ich das Gefühl, so haben manche Fans es gewünscht. Deswegen, Freunde, werde ich jetzt jeden Tag, wie immer, es wird alles gleich bleiben, außer Instagram und Twitter gibt es im Moment nicht mehr. Erstens funktioniert es nicht mehr, ist Verbindung schlecht, keine Ahnung, was da anliegt. Apps neu gestartet, installiert, alles habe ich gemacht. Ich mache es jetzt erstmal für einen Monat. Was haben wir jetzt? Juli. Ende Juli, 24. haben wir heute. Das heißt, ich werde bis 24. August einfach mal, das heißt 25. und 4 Tage später habe ich Geburtstag. Das heißt, am 24. August werde ich euch wieder ein Video sagen, ob ich das so weitermache oder ob ich sage, ich fange jetzt wieder doch mit Instagram an oder mit Twitter. Weil viele sagen jetzt, Alter, vielleicht bist du jetzt geflasht, weil wegen dem ganzen Ding, wenn es nicht geht, natürlich kotzt es mich richtig an. Aber Freunde, ist ja nicht nur das da, sondern ich mache mich auch psychisch da kaputt und reg mich ja nur auf, wenn es nicht geht. Und ich bin Mensch, ich brauche mich eigentlich gar nicht aufregen. Ich bin Mensch, ich sage einfach, ich mache einfach YouTube-Video jeden Tag. Du immer Snapchat-Story ab und zu mal posten und das reicht vollkommen, Freunde. Und das Instagram, Twitter ist einfach nicht, ist was für mich, aber es ist halt einfach, guck mal, früher habe ich, das war ja krank, ich habe früher Facebook, Twitter, habe ich, also ich habe alles gemacht früher, heute mache ich ja jetzt nur noch, also ab heute nur noch Snapchat und YouTube. Und früher habe ich ja immer YouTube, Twitter, Snapchat, Instagram, alles, Facebook komplett gemacht. Und das einfach, das nimmt, da merkst du einfach, du stehst um 2, 3 auf, musst erstmal bei Facebook, musst du nicht, aber du willst erstmal ein Video machen für Facebook, dann für YouTube, dann für Twitter, für Instagram. Da merkst du einfach, du bist gezwungen, das dann zu machen, aber du musst es gar nicht. Aber dann, weißt du, wenn ich es dann wieder nicht mache, sagen manche Fans, Alberto, warum lässt du uns im Stich? Und deswegen, Freunde, will ich jetzt aktiver sein, Freunde, dass ihr vielleicht sagt, Alberto, okay, du machst jetzt 2 Plattformen und dann vielleicht bist du da ein bisschen mehr aktiver. Ich weiß, ich war auch so aktiv, war ich der Meinung, habe euch auch manchmal auf FIFA nachgelesen. Aber jetzt, wenn ich jetzt nur Snapchat und Instagram, YouTube mache, dann werde ich natürlich mehr Zeit für euch haben, habe auch mehr Zeit fürs Real-Life-Leben und ja, ist meine Meinung. Wie gesagt, ich mache es jetzt mal bis zum 24. August. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Aktion haltet
Und wir sehen uns, wie gesagt, jeden Tag. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniert mir, folgt mir auf jeden Fall bei Snapchat. Jetzt müsst ihr mir nicht mehr bei Instagram und Twitter folgen. Im Moment jetzt nicht mehr. Wie gesagt, ich sag's nochmal, am 24. August werde ich entscheiden, ob ich das so wie jetzt heute nur noch Snapchat und YouTube mache oder ob ich vielleicht sag, nee, fange jetzt doch wieder. Aber im Moment tut es mir einfach gut. Erstens wegen Relay, weil ich privat viel mehr meine Freizeit haben will und mehr um mich euch kümmern kann. Und dann muss ich nicht auf Krampf noch sagen, ich muss bei Instagram was hochladen oder sonstiges. Und ja, deswegen einfach jetzt für rausgehen, machen wir jetzt erstmal jeden Tag ein YouTube-Video und bei Snapchat einfach mal ab und zu ein paar Stories. Ich hoffe, ihr seid damit in Ordnung. Und es kann auch mal sein, Freunde, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein YouTube-Video mache, Freunde, zum Beispiel jetzt heute, dass ich vielleicht sage, okay, es kommt jeden Tag nur ein Video, mehr nicht auf YouTube, wie immer. Aber was auch mal sein kann, zum Beispiel jetzt Chicken Wings, Party, Foto, oder sonst, also Foto kann man ja nicht bei Ding mal hochladen bei YouTube, aber bei Snapchat. Da ist es ja egal, da kann ich ja voll spammen. Aber bei YouTube will ich auch nicht jede Sekunde was hochladen, weil sonst macht es ja keinen Spaß mehr. Aber es kann auch mal möglich sein, Freunde, dass ich ein YouTube-Video, also nicht, es kann möglich sein, sondern es wird jeden Tag ein Video kommen. Aber es kann auch mal sein, dass vielleicht zum Beispiel jetzt ein YouTube-Video kommt und vielleicht danach oder morgen zwei kommen statt eins, weil, weil ich zum Beispiel Chicken Wings, weißt du, früher habe ich das alles auf Facebook hochgeladen, aber jetzt habe ich ja nur noch YouTube, weißt du, und umso mehr Videos ich mache, umso mehr, natürlich jeden Tag ein Video ist auch extrem, aber das Problem ist, viele YouTuber machen ja Instagram, Twitter, Facebook, alles und deswegen laden die auch nicht jeden Tag ein YouTube-Video, aber ich habe jetzt zwei Plattformen, deswegen kann ich ja jetzt wieder Zeit für euch nehmen, deswegen jeden Tag ein YouTube-Video, zum Beispiel ich lade jetzt ein YouTube-Video hoch und sage, gut, ich habe ein YouTube-Video hochgeladen, heute will ich Chicken Wings machen, ich poste es bei Snapchat und will es auf YouTube auch noch hochladen. Wisst ihr, ich meine? Das habe ich ja sonst früher auch immer so gemacht. Aber früher habe ich es einfach auch nur auf Facebook manchmal hochgeladen, auf Twitter. Aber das gibt es ja jetzt im Moment die Zeit nicht mehr, weil es erstens nicht funktioniert und zweitens halt einfach, ja, guck mal hier eingekauft, weil ich einfach das erstmal so machen will. Ich fühle mich dabei so wohl, ich kann es immer noch ändern, Freunde. Jetzt würden viele sagen, Alberto, nein, warum tust du Twitter von an? Ich weiß auch, Freunde, keine Sorge, ich weiß Passwort, alles noch, ich kann mich noch anmelden, macht euch da keine Sorgen. Aber Freunde, ihr müsst mich ja aufwaschen. Jetzt mache ich es erstmal für einen Monat und dann reden wir nochmal weiter, Freunde. Gut, auf jeden Fall, wir ziehen das durch, Freunde. Und wie gesagt, jeden Tag ein Video, ich sag wieder schon reingehauen, wir sehen uns dann wieder morgen. Es kann auch sein, dass wenn ich das Spiel sage, wir sehen uns morgen, weil ich bin davon aus, sagen wir mal, ich mache jetzt ein YouTube-Video wie jetzt, sage, wir sehen uns morgen, kann aber auch mal sein, Freunde, dass ich sage, okay, heute gibt es Chicken Wings, heute mache ich nochmal ein Video und filme das auch und lade es auch auf YouTube hoch. Ich weiß, zwei Videos am Tag sind viele, oder vielleicht nicht so, weil meine Fans sagen, noch nicht so viele Videos machen, bitte, aber Freunde, wisst ihr, ich meine, deswegen sage ich, Freunde, jeden Tag ein normales Video und dann vielleicht noch ein Video, wo ich Chicken Wings mache, oder irgendwas halt, Freunde, wisst ihr, ich meine. Weil ich will einfach, ja, meinen Play-Button auf YouTube bekommen und mal Geld verdienen. Das ist einfach mein Ziel. Und ja, deswegen will ich mich jetzt nur auf YouTube und jetzt Snapchat konzentrieren. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Wir sehen uns morgen, Freunde. Ich sage wieder schon rein und reingehauen, Freunde. Und sorry, dass gestern kein YouTube-Video kam. Aber gut, das streichen wir auch ab. Ab heute geht es wieder richtig normal los. Und ja, ich liebe euch. Ciao, ciao. Bis morgen.